Ach so, eine Unverschämtheit! Dann zahle mal gleich da mit dem Aufschlag. Schaut, Herr Wachmeister, mitten im Weg steht der Wagen. Eine Unverschämtheit. Ja, ja. Ich verstehe nicht, was die Leute sich in überhaupt vorstellen. In jedem Fall hier verabschleppt. Ja. Schaut gerne das Ohr, Herr Wachmeister! Guten Tag, Herr Pfeffer. Alles in Ordnung? 50.000 in Spesen. Ja, in Tausender. Unheimlich korrekt. Ein Gentleman, sag ich doch. Ja, in der Stunde bin ich draußen bei euch. Nur noch waschen, föhnen und der Messerschnitt. Okay? See you later. Regen Sie einen nicht auf, wenn mehr über Abschnitten können wir nicht machen. Scheiße, das. Halt! Okay, das machen wir nicht, sonst muss ich einen wegen Sachbeschädigung belangen. Herr Pfeffer, ich glaube, Ihr Wagen wird abgeschleppt. Fix! Die spinnen ja! Pfeffer! Halt, halt! Moment, bitte schön! Was kostet die Sache? Wir haben alles reguliert. Der Spinne. Der Heindl. Ratsi! Das darf ja nicht wahr sein! Der Helmut! Unverändert! Das kann man von dir nicht gerade behaupten. Du treibst dich die ganze Zeit rum. Du, das ist eine lange Geschichte. Ich bin alle noch ganz kurz in München, sonst hätte ich schon mal untelefoniert bei euch. Du, wie geht's denn da, Ilona? Alles okay bei dir? Ja, bei mir schon, aber du? Sag mal, bist du Chauffeur bei der Mafia? Ja, sicher, Wachmeister. Moment, du bekommst denn auf sowas? Wärst du nicht behaupten, dass der Wagen dir gehört? Der gehört oder mir nicht, nur zugelassen ist auf meinen Namen. Aus steuerlichen Gründen, verstehst du schon? Magst du das sehen, die Papiere? Ja, die mag ich nicht bloß sehen, die muss ich sogar sehen. Versteh, Dienst ist Dienst. Oder war korrekt? Es tut mir sehr leid, Herr Pfeffer. Du wirst doch noch eine Zeit machen, Stamperl, ja? Hol mich so gefreut, dass ich die jetzt sehe. Es wird dir leider einiges kosten, gell? Die Gebührenpflichtige und der Abschleppwagen. Nein, Helmut, das ist mir die Sache wert. Was du jetzt für eine Adresse? Da, steht's doch. Saint-Tropez, im Passe auf Strohl. Hat sich nichts verändert da herinnen. Alles so, wie es war. Oh. Nur der Herr Schöninger, der wird allerweil jünger. Haben Sie abgenommen in letzter Zeit, oder? Da ist ich mich da. Nein, ich hab zugenommen. 4,5 Pfund. Ah. Ausschaut, als hätten Sie abgenommen. Naja, Sie sind ja auch nicht schöner geworden. Ja, aber Herr Dollerwein nur dieselbe Windhundfigur wie damals. Ja, er ist halt Sportsmann, der Herr Pfeffer, nicht? Aber Sie gingen uns sehr ab, seit Sie keine Meldeauflage mehr haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Alles korrekt. Da geht nichts. Schaut's rein, euren Computer. Steht weit und breit kein Franz Pfeffer aus München drin. Das können wir ja glauben. Mit dem fällst du noch einmal rein. Dass du dem immer glaubst. Bloß weil sie einmal ins Schwimmgänger seid. Und das Schwimmen hat er mir gelernt. Der Helmut. Der Hundstapper. Und mein Bewährungshelfer war er auch. Was für ein guter. Sonst stand jetzt nicht so da vor euch. Hören Sie auf, Herr Pfeffer, sonst fangen wir es wohl an. Das dürfen Sie, Herr Schöninger. Das dürfen Sie. Weil es eben doch noch eine Freundschaft gibt auf der Welt. Ihr Wurf da unten, an der heißen Côte. Wo? Côte d'Azur. Eine neue Polizeiinspektion da denkt, gegen das Heimweh ist der Mensch machtlos. Und hat mich gefragt, was deren Sie jetzt gerade? Der Schöninger, der Busgruber, mein Freund Helmut. Leid,
Ich habe eine Riesenidee. Ich disponiere jetzt einfach um und lade euch alle ein. Heute auf Nacht. Gern, Herr Pfeffer, aber ich kann leider nicht. Meine Frau hat daheim Kartoffelsuppe vorbereitet und da wäre sie enttäuscht, wenn ich käme. Kollege Musgruber? Ja? Hat Dienst. Leider. Aber Ihr Schulfreund Heindl wäre frei und der verkehrt ja gern in der besseren Gesellschaft. Neidisch. Okay, dann singen wir uns heute. Und der Ilona nimmst du auch mit. Ich telefoniere gleich mit dir. Er verlässt eben das Revier. Wir bleiben dran. Ende. Spinnen. Was macht denn der jetzt mit einem Bären? Für seine Kinder. Okay. Er und Kinder. Alle. Dienst ist Dienst. Nein, wie die Rehe haben. Wo tun die hin? So viel habe ich nicht einmal zu meiner Hochzeit gerecht. Danke. Der Helmut hat gerade angerufen, dass er gleich kommt. Und der Kaffee ist auch schon fertig. Mei, elegant schaust du aus. Und so braun. Da sag mal, wie kommt man denn zu so einem Traumjob? Ich hab mich beworben auf ein Zeitungsinserat. Eine ungebundene Persönlichkeit haben sie verlangt. Und das war ja ungebunden. Und ich hab auch weggeholt von da. Es war nichts mehr geworden, verstehst du schon? Naja, aber schreib mir jetzt schon mal keiner. Du weißt schon, der Helmut mag dich doch so gern. Die Tapeten ist noch dieselbe. Du weißt das noch, wenn wir es nachgepickt haben? Der Helmut, du und ich. Ja, die Falten da oben ist von dir. Dann sag mal, was sind das eigentlich für Leute, deine Arbeitgeber? Der Ehepaar, Belgier. Älter? Jünger? Er älter, sie jünger. Ich möchte es genau wissen. Wie viel älter, wie viel jünger? Die Didi ist 25. Ja, weiter. Und er? Ja. Guter 60er. Ei, was sein muss, muss sein. Und er, der Gaston, der hat überhaupt nichts dagegen, weil sie ist ja dann meistens viel besser aufgelegt. Mhm. Und abgesehen davon, was hast du denn sonst noch für Tätigkeiten? Umeinander fahren, mit Telefon antworten, Brief zur Bus bringen, Zeitung holen, Garten spritzen, die Genesen ausführen, Papagei füttern, Tier aufmachen mit Leuten gehen. Du bist den ganzen Tag am Rennen. Und das in Französisch oder Englisch. Französisch und Englisch? Logo, hab inzwischen voll drauf. Alles klar? Position unverändert. In Ordnung, wir übernehmen. Bavaria 3335. Ein Unbekannter betritt das Haus. Wir bleiben dran. Ende. Nein. Wir zahlen unser Sorge schon selber. Nix da. Einladen nur ich. Und ich sag, wir gehen in Surprise. Was? Surprise? Das ist doch der teuerste Laden in der ganzen Stadt. Kim, kostet ja ein paar hundert Mark. Wurscht! Das ist mein Abend mit euch. Geh, Ilona, du stehst gerade da. Geh mal in mein Jacket. Da muss die Karte mit der Telefonnummer vom Surprise drin sein. Was ist denn das? Ein
Geld, Schweizer Franken. Das ist ein Inkasso, was ich da für meine Leute gemacht habe. Alles korrekt. Ich habe euch ja gesagt, dass das eine Vertrauensstellung ist, was ich da habe. Deswegen zahlst du mir also gut. Darfst du das nicht besser auf der Bank? Ja, im Prinzip hast du recht, aber da habe ich es ja gerade geholt. Von der Bank. Meist ist er super Schlitten. Nein, ich privat möchte er nicht haben. Der sauft glatt seine 35 Liter. Irgendwie finde ich das unmoralisch. Mei, wenn einer das Geld hat. Was macht denn so spitze? 200, 220, wenn du den kitzelst. Magst du mal fahren, Ilona? Ja, wenn ich darf. Weil du darfst. Das ist schon unser Franzi, hä? Ja, ich weiß nicht. Warum? Traust du ihm nicht? Doch, aber das Gescheite ist doch das nicht. Naja, pensionsberechtigt wie du ist er nicht. Warum komm ich da? Listen, Didi, meinst du, ich bin happy, dass die Lichtmaschine hiervon ist? Na, heute Abend werden sie nicht fertig in der Werkstatt. Quite impossible. Da muss ein Ersatzteil aus der Frankfurt eingeflogen werden. Didi, I do what I can und mehr geht nicht da. I love you, baby. Na ja, heute auf Nacht fahren wir los. Das ist eh bis an der Grenze. So long. Groß an Aspen, der soll sich nicht aufregen. See you. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Ist das ein Hund? Willst du auf dem Hund reiten? Ja? Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Oh, 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 oh. Bitte auf mir reiten. Mein Franzi, du hast einen guten Anzug an. Pass doch auf. Du wurscht. Oh, oh, oh. Möchtest du nicht selber sowas anschaffen? Ming schon. Weißt bloß nicht mit wem. Hättest du jemanden? Jetzt mal den Elefanten. Einen indischen und einen afrikanischen. Was wären es denn lieber? Hm? Schau mal. Also wie der Franzi mit Kindern umgegangen, das habe ich ihm nicht zertraut. Hast du gesehen, was er der Susi für ein Stofftier gekauft hat? Ah ja. Im Geld wird er das leicht, der Franzi. Na, sag mir, du kannst auch mal einen neuen Anzug kaufen. Kannst du mal Franzi fragen, wo er den sein her hat? War da wirklich nicht am Franzi dazu. Also, meine Anzug kaufe ich mir immer noch selber. Das sieht man. Bin ich dir etwa nicht schön genug? Ha? Du, weißt schon, mich ist ein Schiener. Gell, was ist ein ja, ein bisschen modischer kann ich schon mal anziehen. Schau mal die alten Krawatten an, die tausendjährige. Ist zeitlos modisch. Ein paar Knoten sind jetzt klar. Seid's bald soweit?
Und du wirst bei der Nachbarin abgestellt, gell? Oder magst du mit in Surprise? Hm? Ja, sag dazu, sind wir noch ein bisschen zu klein. Jetzt komm her. So, jetzt bring dich schnell rüber und dann bin ich gleich wieder da. Sag Wiedersehen, Onkel Franzi. Wiedersehen. Ich meine, du? Ich hab's auch gut. Aber du hast es besser. Ja, ja. Das ist richtig. Hallo. Guten Abend, Herr Pfeffer. Ihr Tisch ist reserviert. Ah, sehr schön. Schönen Dank. Guten Abend, Herr Frau. Viel Spaß. Ja. Tisch 14, hallo, bitte. Grüß Gott. Jawohl. Guten Abend. Danke. Guten Abend. Bitte schön. Guten Abend. Ja. Jawohl. Das kann ich weiß. Oder? Ja. Ja. Es ist alles in Ordnung. Wir warten noch. Nein, sitzt du da? Oder heute die Lohnung? Soll ich noch mal rübergehen? Nein, geh du da. Wir haben es andere Seite. Ja, geh du her. Geh du da. Also mein Gott, da bist du six vom Lokal, da. Also. Nein, Franzi. Ohne die wären wir da nie hergekommen. Ja, ja. Du weißt gar nicht, was du für eine Freude machst. Bitte schön. Danke. Bitte schön. Dankeschön. Bitte schön. Siehst du's? Und so habe ich mir das auch alle weit vorgestellt, dass ich euch zwei einmal richtig groß ausführe. Das ist alles Französisch. Das kann ich kein Mensch lesen. Warum? Das macht doch nichts. Da haben wir doch einen Franzi dabei. Ach so. Ihr braucht Kurkarten. Jetzt lasst mir mal komponieren. Komponieren? Komponieren? Ja, hast du es noch nie gehört? Nein, jedenfalls nicht in einem Wirtshaus. Wirtshaus, erspinnst du? Also, soll erst einmal ein Aperitif. Da haben wir uns einen Calvados vorgestellt. Ja. Wie schaut's nachher aus mit dem Ludemer? Sehr zu empfehlen. Ausgezeichnet. Fangfrisch? Selbstverständlich, fangfrisch. Keine Pflanze, gell? Weil das kenne ich nämlich. Bin oft da unten am Mittelmeer. Sie können sich drauf verlassen. Also gut. Dreimal. Dazu schablier einen schönen André de Mer. Ja. Der André de Mer ist sicher Doppnamen. Sehr wohl, mein Herr. Drei Calvados, dreimal Lou de Mer, eine Flasche André de Mer. Wo? Und warst du immer so, Franzi? Ja, Herr Kommissar. Sie sind im Restaurant. Hm? Ja, verstehe. Ende. Grüß dich. Servus, grüß dich. Ja, dann können wir Sie rausholen, ne? Ja, dann packen wir's. Servus, Ilona. Servus, Helmut. Wenn ich euch zwei damals nicht gehabt hätte, dann war es wirklich ein Bocher gegangen mit mir. Prost. 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 Ja, bitte. Kriminalpolizei, bitte vermeiden Sie das Aufsehen. Das Lokal ist umstellt, der Fluchtversuch ist zwecklos. Das glaube ich, Irrtum. Ich bin ja ein Kollege von Ihnen. Können Sie sich ausweisen? Ja. Ich habe gar keinen Ausweis dabei. Das kennen wir schon. Kommen Sie mit. Ja, wir alle? Ja, Sie vor allem. Also los. Und die drei Calvados? Wer bezahlt mir die? Bei Verhaftungen die Geschäftsleitung. Das sollten Sie allmählich wissen. Also, dass ich verhafte, das kann ich mir noch vorstellen, aber die zwei, das muss eine Verwechslung sein. Jetzt muss ich heute erst den Mund, das erklärt alles auf dem Präsidium. Ja, und ich, warum kriege ich keine Handschellen? Ja, bei Frauen machen wir das nicht. Aha, von Gleichberechtigung haben die noch nichts gehört.
Warum hat der keine Handschellen? Herr Kollege, ich bestehe auf Handschellen. Kennen Sie den Herrn nicht? Das weiß ich noch nicht. Und? Was wäre, wenn ich ihn nicht kennen würde? Ja, dann ist man vorläufig hier behalten. Aha. Und die Dame? Ja, die Dame auch. Jetzt sag doch schon, dass du uns kennst, Menschenskinder. Hauptwachmeister Heindl, mein Musterknabe, festgenommen. Eine größere Freude hätte man gar nicht machen können. Ja, damit ist die Sache erledigt, Herr Kollege. Und warum haben Sie uns eigentlich festgenommen? Ja, Sie sind verwechselt worden mit den Auftraggebern von diesem Herrn Franz Pfeffer. Schweres Zollvergehen, Goldschmuggel aus Italien. Aber inzwischen haben wir das echte Ehepaar festgenommen. In einem Hotel in Starnberg. Ja, der Herr Pfeffer. Schon sieht man sich wieder. Na, jetzt braucht er kein Heimweh mehr haben, denn die nächste Meldeauflage kommt bestimmt, gell? Zuerst gehen wir aber 2 Jahre in Erholung. Da war ich nicht so sicher, Herr Schöninger. Ich war bloß der Fahrer und von den anderen Sachen habe ich nichts gewusst. Und wie heißt's? Im Zweifel für den Angeklagten. Richtig. Gell, das stimmt. Hast wirklich nichts gewusst, oder? Du wirst das schon sehen, in 3 Tagen bin ich wieder da. Servus, Helmut. Bis bald. Eine fürchterliche Drohung. Siehst du das, Helmut? Wenn er die nicht getroffen hätte, war er schon längst in Italien. Deswegen schau ich vorbei, also nicht vergessen, gell, heute Abend Abendessen. Ilona hat extra einen Strudel für dich gemacht. Ein Hund ist er schon, der Franzi. I'm